Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hell Yeah. Wir sind ja bei der neuen Stage stehen geblieben. Ich habe jetzt einfach mal den Sound erhöht. Ich hoffe, jetzt ist Musik da. Im Moment noch nicht, aber mir wurde mal gesagt, die kommt anscheinend mit der Zeit, wenn man ein bisschen spielt. Am Anfang ist die nieder. Irgendwie so wird mir das gesagt. Und what the fuck ist das für ein hässliches Vieh gewesen? So, aber okay, anscheinend kommt die Musik noch. Wurde mir auf jeden Fall so gesagt. Hier ist jetzt so ein kleines hässliches Vieh, das muss ich abschießen. Komm her. Da ist es, bam. Ich hab noch ein Vieh gehört. Ich hab grad ganz viele von den Viechern. Hopp. Okay, ich höre immer noch keine Musik. Vielleicht ist es ja doch irgendwie hier. Nein, ist es nicht. Okay, aber ich habe auch, als ich hier das Video geschnitten habe, der letzte Part hiervon, habe ich im Hintergrund Sounds gehört, also Musiksounds, also eventuell ist hier wirklich Musik. Ah, das sind die Dinger da unten. Okay, ja, wenn keine Musik kommt, schneide ich halt wieder neue ein. Das ist dann halt so. Okay, dann, was ist denn das hier? Ah, ich brauche noch ein paar mehr Monster, muss ich killen, um diese Tür abzubekommen. Stimmt, so war das, ja. Und ey, heute... Boah, what the fuck. Heute habe ich irgendwie so gar keine Lust auf mich irgendwie anstrengen, ey. Ich hatte heute einfach den entspanntesten Schultag der Welt. Nur Vertretung. In der einen Stunde haben wir einfach nichts gemacht. Ey, ich war so faul. Das glaubt ihr nicht. Und boah, ist der Typ... Wow, das hat viel gezogen. Och Gott, ich bin so ein Idiot, Mann. So, versuchen wir das erneut. Wie soll man denn da hochkommen? Können wir die ganze schießen? Nein. Wie soll man denn da unbeschädigt hochkommen? Ich habe keine Ahnung. Was soll man damit unten machen? Wie soll man denn da hochkommen, ohne sich richtig hart zu verletzen? Irgendwie hier anscheinend, aber da oben kommt man auch niemals durch, oder? Oder doch. Okay, ein bisschen den Boost abwarten und... Das ist wieder so ein Spaß. Ja, dann nehme ich lieber die Wurmer hierfür. Gott. Gott. Komm, boost mich. Oh Gott, 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 oh Gott. Nimm das. Ich will da hoch. Ey. Nein, 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 nicht runterfallen. Okay, wir haben echt wenig Blut. Aber ich will den Typen jetzt. Ach komm schon. Oh Gott, noch ein paar Hits und ich bin down. Ey. Stirb doch endlich. Was ist das? Das ist ja so ein... Das ist ein krasser Waff. Wie I'm home, was? Ah, das darf ich nicht sehen, okay. Okay, ja, ja, ja. Ich lese dann nie durch, was da steht. Verzeiht mir das. So. Honey, I'm home. So, honey, I'm home, bitches. Wer den Witz nicht versteht. Oh ja. Honey, I'm home, man. Oh, ey, dieser Bienen. Oh Gott, Bienen. Elektrische Scheiß, Bienen. Oh, armer Boy. So, endlich ist diese... Motherfucking Vieh nicht mehr da. Wow, diese blöden Käfer haben jetzt sägeresistente Schilde. Clever, aber ich habe panzerbrechende Munition. Prinz zu sein ist toll. Hä? Der hat mich noch nicht mal berührt. Was soll denn das für ein Scheiß? Ey, ich call Bullshit auf die Kacke. Der hat mich nicht mal berührt, Mann. I call fucking bullshit. Bam, so. Ach, die haben mir diese Dinger da abgeworfen.
noch mehr von diesen Viechern. Geht's auch mit der anderen Wumme, die gefällt mir immer noch besser. Da geht's, aber es dauert halt ein bisschen länger. So, und jetzt ein Gebirge. Nein, Mann, Digga. So, ich will all das Zeug, was hier ist. Gib mir all das Zeug. Oh ja, Mann. Leben, bitte, gib mir das Leben. What the fuck, ihr Boobs? I mean, I love me some Boobs, but... Oh, was ist das? Schau dir diesen Loser an. Warte auf. Was ist das denn, Mann? Auf was eigentlich? Ach, wartet auf. Ich dachte schon so, warte auf, hä? Auf was eigentlich? Sicher meine Bilder. Der wird noch sein blaues Wunder erleben. Digga, niemand kriegt meine Bilder. Meine Entchenbilder. Das ist mir peinlich, Mann. The fuck, die Musik von dem Typen. Ist ja mal saugeil. So, komm. Die Musik von dem Typen. Rabbit Catcher. Bam, so. What the fuck, happy birthday, motherfucker. Ey, der arme Boy hatte wahrscheinlich Geburtstag und wollte überhaupt nichts mit den Bildern machen. Dann kommt einfach so ein Spast an, ey. Jetzt fühle ich mich voll sad für den Typen. Naja. Ich höre nebenbei immer noch gar keine Musik. Also ich lasse, glaube ich, diese Folge auch einfach mal, selbst wenn keine Musik noch kommen soll, ist einfach so eingeblendet, damit ihr einfach mal seht, was ich meine. Bei mir ist irgendwie keine Musik da. So, runter hier und da rein. Ja, mehr Diamond Explosive Zone. Oh, fuck. Den lege ich doch instant aus, Mann. Hä? Der war schon explodiert und ich krieg noch Damage, ey, komm. Ey, das Spiel, Mann, das Spiel. Da komme ich eh nicht durch. Das geht noch nicht. Alles klar. Ey, was ist das? Ich wusste doch nicht, dass es eine Kettenreaktion gibt. What the fuck? Ein fucking Panda schießender Laser. Ne, warte, ein Laser schießender Panda. Oder Bär oder sonst was. Mein Blut ist echt nicht so fresh. Yo! Verzieht euch aus meinem Haus! Oh! Haut ab! So. Hier kann ich eh noch nicht durch. Ich muss erst bei den Typen. Okay, für den ist wahrscheinlich eher die Munition besser. Und da oben ist ja noch so einer. Okay. Oh, what the fuck, der schießt ja ein Dauerfeuer-Abenteuer, was ist denn mit dem Typen los? Hey, jetzt sind alle wiederbelebt, oder was? Auch die hier oben? Natürlich auch die hier oben. Du wirst mich nicht aufhalten. So, ab in den Süden. Jetzt gehen wir ein paar Stockwerke tiefer. So, ich will die Typen hier wegkriegen. So. Oh, du kriegst mich niemals. So, und jetzt die Munition wechseln. Und jetzt zeige ich dem Typen, wo die Hake liegt. Okay. Warten wieder. Jetzt kommt dieser Spaß wieder mit seinen Panda-Lasern auf Blumen. Er schießt sogar in die Richtung. Wie kann er sogar hinter sich schießen? What the fuck? Okay, ich bin schlecht in dem Spiel, Mann. Ich bin so schlecht in dem Game. Nehmt das, Mann. So, diese Waffe erinnert mich an irgendetwas. Ich weiß aber nicht genau was. Ja, an einem Maschinengewehr. Ja, ich weiß schon. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Bald, ne? Bald gebe ich auf. Nein. Kommt schon mit dem bisschen Blut. So, und jetzt bitte. Take it, bitch. Ich gehe jetzt. Ey, ich muss so passiv spielen wie sonst nichts anderes. Hier, nimm das, Mann. Nimm es. Bam.
Was ist denn dein Quicktime-Events? Ich verliere Leben, wenn ich ein Quick... Warum kommt auf einmal ein Quicktime-Event, Mann? Ich dachte, ich müsste jetzt einfach wieder nur A-Spam. Ey, das Spiel ist voller Überraschungen. Ich sehe schon, Mann, Happy Birthday, alles Gute zum Geburtstag, was weiß ich. Überraschungen sind wundervoll, Mann. Nein, sind sie nicht. Nimm das. Oh Gott, ich höre doch unseren Butler wieder. Butler Boy. Butler Boy, wo bist du? Ey, Mann! Warum werde ich nach vorne gekickt? Was ist das denn? Ich zeig dem Jacher des Spiels an, Mann. Erst kriege ich keine Musik und dann das. Okay. Ey, da oben ist ja immer noch eine. Ich vergesse dieses Ding. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Nimm doch das. Diesmal bin ich auf dein scheiß Quicktime-Event vorbereitet. A. B. Y. Und nix. Bam. Endlich. Ich hab den Mini-Boss geschafft. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Ey. Du hast gerade was echt Cooles freigeschaltet. Siehst dir mal an. Glückwunsch, du hast dein 10. Monster getötet. Dir eröffnen sie. Ich konnte es nicht lesen. The Island, eine Welt der Möglichkeiten für dich. Geil. Schon mal gefragt, was aus toten Monstern wird. Lass sie für dich arbeiten. Hab mal so. Digga, hör doch mal auf, so schnell zu wechseln. Geld und Gestehgestände ranschaffen. Leider deine eigene Ball. Worauf hast du genießt, The Island? Päuschen machen und zur Island gehen. Komm, wir gehen mal zur Island. The Island. Hey, das sah gerade noch ein bisschen glücklicher aus. Ah ja, hier. Nestor, willkommen auf der Insel. Hier findet ihr alle Monster, die ihr im Spiel nun ja getroffen habt. Monster sind faul, lasst sie für euch arbeiten. Sie könnten euch sogar Geschenke bieten. Betreten. Das mache ich doch gern. Das ist der Vortex. Eure Monster kommen hier an und erwarten Anweisungen, quasi das Arbeitsamt von Hell Yeah. Darf ich vorstellen, Mr. Tentacle. Er ist euer persönliches Monstermanager. Nett, nicht? Guten Morgen, Gebieter. Lasst mich euch kurz erklären, wie mit diesen Monstern umzugehen ist. Arbeit zuweisen. Warum habe ich dafür zwei Knöpfe? Ich habe keine Ahnung. So, warte, hier. Monster scannen. Mikey Coral, okay, alles klar, ja. Scan beenden, Arbeit zuweisen. Das wären wir. Von hier aus könnt ihr alles ganz leicht verwalten. Weiter. Die Mine, das Herrenhaus, das Labor und den Hafen. Tolle Orte, das ist ganz viel los. In jeder Zone erhaltet ihr ein bestimmtes Geschenk, das euch im Hauptspiel hilft. Die Mine bringt Geld, im Herrenhaus gibt's Blut, das Labor fügt den Laden Dinge hinzu. Im Hafen wartet Überraschungen. Weist einfach Monstergebiet zu. Mit LS legt ihr an jedem Schieber fest, wie viele Monster in jeder Zone sollen. Warum wird das langsam zum bayerischen Akzent? Ja, Kreuzefixe anschließen und bestärkt ihr eure Wahl. Mit einer LS probier's it. So, Mine. Okay, warte. Ich könnte. Nein. Ich will irgendwie drei Leute in der Mine arbeiten. Ich will drei Leute hier. Oh, ich kann noch nicht ins Labor. Oh, schade. Dann hier 5. Und hier 5. Und hier 5. So. Okay. Geht arbeiten. Okay, dann mal los. Alle Monster sind fleißig. Gute Arbeit. Ihr könnt die Insel jederzeit verlassen oder zurückkommen, um euer Geschenk abzuholen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr den Monstern bei der Schufterei zuschauen. Drückt einfach B und lehnt euch zurück. Dann lasst mich mal gucken, was die so machen. Chef, es passiert merkwürdige Dinge. Es öffnen sich neue Zonen. Seht es euch an, achtet auf neue Symbole. Wählt eine Zone mit LS und drückt X. Viel Spaß, Gebieter. Jetzt wäre ich gerne an eurer Stelle. Okay, Herrenhaus ist das wahrscheinlich hier. Lasst uns mal gucken. Ah, da gehen sie alle. So, das ist geil. What the fuck? Was hat er gemacht? Das nennt ihr Arbeiten?
Was macht der da, Mann? Die arbeiten doch gar nicht da drin.